Folge Nummer, ich glaube 19 war es, von Avorion. Wir sind im Sektor, wo die Freibeuter zu Hause sind. Schiffe sind hier, die Lady ist hier. Sind wir denn? Ja, wir sind mit beiden Schiffen jetzt hier. Okay, dann passt das. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier noch was finden. Ah, hier ist nur ein Handelsposten. Dann schauen wir gerade in den Handelsposten rein, was da mit Crew anheuern ist. Gibt es natürlich nichts. Ist klar, das bedeutet, wir müssen noch weiter und fliegen dann hier hin, wo dann Ressourcendepot und sowas ist. Und zwar ist es da, Ost, Nordost, nein, ist es nicht. Hier haben wir doch gerade das Tor gehabt, wo ist es denn? Da unten ist das Tor. So, dann fliegen wir da wohl durch, weil das Süd-Südwest ist. Habe ich mich schon dahin begeben, weil ich letztes Mal schon geschaut hatte, ob der Handelsposten Kapitän hatte. Hat er da wahrscheinlich auch nicht gehabt. Deswegen bin ich hierhin geflogen, um dann schon den nächsten Punkt wieder anzufliegen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ob das Ressourcendepot zum Beispiel einen Kapitän für uns hat. Wo ist denn das? Da. Okay. Schauen wir mal da rein. Und da gibt es einen Kapitän. Das bedeutet, wir fliegen dahin, um den da abzuholen. Stopp. Ist das das Ressourcendepot? Nee, das ist Solarkraftwerk. Ich habe das gerade wohl falsch verstanden. Da gibt es auch keinen Kapitän. Wo ist das Ressourcendepot? Nochmal, bitteschön. Das haben wir gerade falsch gemacht. Das ist da. Dann geht die Reise da ein. Schauen wir zu, dass wir da dran kommen. Wo ist hier ein Docking Point? Da unten. Gedockt. Crew und den Kapitän und 15.000 anheuern. Zack, haben wir. So. Was gab es denn hier so noch? Nichts Besonderes, verständlich. Gut. Jetzt haben wir das erledigt. Fliegen wir mal gerade ein Stück weg. So, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt haben wir hier an dem Schifflein was für Dingens hier zwei. Werkzeuge, zweimal Bergbau. Okay. Wir haben hier das teure Generator-Upgrade reingekauft. Und wir haben hier das Bergbausystem. Das teure auch im Blau. 734 Megawatt verbraucht das. Geschützkontrollsystem. Frachtraum-Upgrade haben wir hier. Ja. Ich denke, wir lassen den jetzt hier erstmal alleine. Der kann ja erstmal machen, oder? Wir müssen allerdings noch die Besatzung anpassen, weil wir haben den Kapitän ja jetzt noch nicht hinzugefügt, oder? Doch, ist er schon automatisch. Also, zwei Satzungsmitglieder sind noch über. Wir haben das hier alles fertig. Hier ist sogar etwas mehr als benötigt. Mechaniker, ja, das heißt, wir können jetzt hier erstmal das alles so lassen, wie es ist. Und was haben wir hier an Megawatt? 1,67 benötigt 1,48, also es geht. Dann fliegen wir jetzt hier raus. Du hast keine Erlaubnis, dieses Schiff zu betreten, genau. Wir verpieseln uns gerade mal mit unserer Mini-Drohne. Und dann interagieren wir mit unserem Schifflein da und geben den Befehl abbauen.
und dann geht er los. Und wir machen was anderes, aber wir gucken gerade mal, ob der da... Aber ich glaube, der nimmt jetzt erstmal Eisenerz, normale Asteroiden wahrscheinlich. Ja, sieht da definitiv so aus. So, jetzt gehen wir auf die Map und schauen erstmal, was die anderen hier alle so machen. So, der Miner ist hier unterwegs, die Lady ist da unterwegs. Die Lady macht was? Asteroiden abbauen. Hier oben haben wir den Discoverer, der ist auch noch weit unterwegs. Die Lady hatten wir gerade. Miner 1 ist auch noch Umwelt, baut auch ab. Miner 3 haben wir auch gerade den Befehl gegeben. Und hier haben wir noch einen, der durch die Gegend fliegt. Dieses hier war eben nicht drauf. Der baut auch ab. So, wir haben überall Kapitäne drinnen sitzen und alle sind beschäftigt. Wir haben jetzt nur noch die Drohne. So. Und jetzt fehlt uns ein Schiff zum Rumcruisen sozusagen, oder wie sehe ich das? Reiter 1. Also unser Ziel sollte jetzt sein, weiter Richtung Kern zu kommen, einfach aus dem Grunde, weil wir schauen müssen, dass wir jetzt Air-Laser kriegen. Das ist eins der Ziele, die wir jetzt haben. Ja, also hier an dieser Front ist ja auch ein Miner, ne? Der macht dann schon mal was. Warte mal, hier, von hier aus geht ein Tor los. Das geht irgendwo hin, wo wir gar nicht wissen, wo es hingeht, oder wie sehe ich das? Wo ist denn das hier? Ja, da ist es. Nichtsdestotrotz, ich schaue mal, wie weit wir springen können mit dem Tor. War das schon immer da? Ist das da immer diese Linie gewesen? Ich glaube nicht, oder? War das irgendwie verpasst? Na, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Einmal mit der Drohne da durch und gucken, wie weit wir kommen. Das kann man nicht auswählen, ne? Ne. Keine Ahnung, wie weit das weg ist. Wir werden sehen, wo der Sprung uns hinführt. Bestimmt zu einer tollen Gegend, wo es schon tolle Rohstoffe gibt. Dann nehmen wir eine Handvoll mit, wenn es geht, oder? Ich bin jetzt echt überrascht darüber, dass es hier ein Sprungtor gibt in dieser Form. Hammer. Sieht cool aus, ne? Unser kleines Etwas fliegt da jetzt rein. Zack. Jetzt sind wir hier. Hier ist nix. Ist gar nicht so weit weg, das Tor. Es geht aber. Dann machen wir das doch mal hier gerade hinzuspringen und gucken, wo wir da rauskommen werden. Die hat einen Überraumantrieb. Dann zack, dadurch. So, und hier haben wir dann auch schon weitere Wege. Drei Stück an der Zahl. Wir haben hier DW Werk Weixier. Die sind zu uns neutral, also ist das jetzt für uns hier nicht so prickelnd in dem Sinne. Aber es gibt ein paar Tore. Da ist auch noch das nächste Tor. Da hinten ist ein Handelsposten. Können wir gerade gucken, was gibt es hier? Nur den Handelsposten, mehr gibt es hier nicht. Nochmal in die Map. Asteroiden sind jetzt leider nicht da. Also sind schon da, aber... Jetzt ist echt die Frage, welche sind hier was, ne? Notizen. Ja. Was machen wir jetzt? Ist die Frage. Ich glaube, wir springen jetzt erstmal dieses Tor hier an, dass wir da hinkommen. Nordtor? Nee, das nehmen wir dann nicht.
Nordwesttor nehmen wir auch nicht, dann ist das dieses Tor, was wir nehmen wollen. Fliegen wir mal kurz dahin. Ja, das kurz dauert ganz schön lange mit der kleinen Drohne. Ist aber so. Müssen wir jetzt durch. Sehr interessantes Tor. Sieht mal anders aus, so mit dem roten und dem bläulichen da in der Mitte. Da oben ist einer am Handelsposten. Es wird nur Eisen abgebaut, davon haben wir 287.000. Und das müssen wir im Heimatsektor mal abbauen, oder wie war das? Noch ein bisschen schneller. Jetzt sprengen wir, oder? Oh, noch nicht mal. Jetzt aber. So. Da sind wir mit unserer Mini-Drohne. Da geht es eine Richtung weiter. Was haben wir hier im Sektor? Ein Ressourcendepot. Wo ist es angezeigt? Da unten. Wie sieht denn das da aus? 4,5 kann man hier verkaufen, okay. Beziehungsweise das Eisen 3,3, nicht die 1,6, die ich letztes Mal verschleudert habe, ne? Dann gibt es hier... Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das und dann F drücken. Was brauchen die denn? Silizium wollen die haben. Und die am schwarzen Brett wollen Lieferung Wasser haben, okay. Wo ist das zweite Tor? Da. 37 Kilometer weit weg. Ich glaube, wir machen das anders. Ich glaube, wir machen das so. Geht schneller, ne? Springen wir da mal gerade rüber. Bis wir beim Tor gewesen wären, hätte ewig gedauert. So, hier ist ein bisschen mehr los. Ist aber immer noch im fremden Sektor, oder fremden Sektor ist gut, ne? Waffenfabrik, Waffenzulieferer, Raumjäger, Solar etc. Korvetten, zwei Tore. Tore sind da links. Süd-Südwest und das zweite Tor ist wo? Hier. Und das ist Nordwesttor. Nee, warte mal. Da, Nordwest ist, Süd-Südwest ist das Richtige dann. Und springen ist einfach, oder wie war das? Wo ist denn das Ding? Da. Zwei Sprünge sind das zwar, aber kommen wir besser mit zurecht, wie dahin zu fliegen, ne? 0 Millisekunden und Sprungreichweite ist auch erledigt. Wir kommen gut voran. So, jetzt sind wir wieder an einem Wegpunkt. Denke ich. Erstmal die Map. Ja, da geht es dann auch nach da weiter. Hier gibt es keinen Weg direkt hin, okay. Dann ist nur das Tor nach da noch. Hier haben wir ein Ressourcendepot. Aber ich würde gerne noch mal schauen, was hier ist. Da ist ja noch so ein kleines Feld daneben, ne? Ja. Schauen wir mal, was in dem Sektor los ist, dass da so ein grüner Blips ist. Aha.
zwei Bergbauschiffe fliegen hier rum. Bisher Schiffsbau war da in der Gegend Titan so viel leichter als Naonit und Eisen. Okay. Ich sehe es hier aber leider gerade nicht. Aber wenn die das sagen, dann ist das ja schon mal schön, ne? So, einmal ins P noch rein. Wir haben 307 und 2623. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir ein Erkundungsschiff dann noch bauen, wo wir die ganze Zeit mit rumfliegen oder nicht, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Südost sozusagen. Wo ist das Tor dafür? Ach nee, wir sind ja in einem Sektor rübergesprungen, wo es kein Tor gibt, ne? Genau. Ist das hier etwas zum Holen? Ja, Glück gehabt, dass wir den noch gerade gesehen haben, ne? Dann packen wir den nochmal an und verkaufen den. Da kriegen wir ein bisschen Dingens für, sag schon. So. Oh, der ist ein ganz schöner Brocken, ne? Die sind natürlich auch ganz schön klein, ne? Eingenommen. Und Asteroid verkaufen. Und dann eine zweite Fraktion hier. Weil da kriegen wir Beziehungen. Da haben wir jetzt die Beziehung verbessert. Und die ist jetzt immer noch neutral, aber wir sind schon an der Grenze hier. Steht da irgendwo bei? Ah, hier ist. Wir sind neutral mit denen. Oh, da wird gerade Dingens abgebaut. Titan. Sehr schön. Das ist super, dass da Titan abgebaut wird. Okay, wir müssen zusehen, dass wir zu denen hier noch eine bessere Dingens kriegen hier, Beziehungen, damit das alles läuft. Aber das braucht noch seine Zeit. Allianz ist nix. Was haben wir hier? Ach, das ist die Enzyklopädie. Missionen, ja, Missionen, Notrufe, dringende Lieferung für unbekannte Auftraggeber, Handel, Erreichen des Zentrums. Haben wir alles. Da sind noch so ein paar Sachen, die wir uns noch angucken können. Ja, was haben wir denn hier noch? Dreifach Point Defense MG Geschützturm. Da ist noch Eisengeschützturm. Wusste ich gar nicht, dass wir das noch haben. Da ist noch ein einfacher. Und hier ist, also hier sollten wir noch den irgendwo einbauen in irgendein Schiff. Wie dieses Teil natürlich auch, aber das machen wir alles in der nächsten Folge, denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls ihr noch keinen Daumen hoch gegeben habt, mit einem Daumen hoch und macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Genauso gerne dieses Video teilen und schreibt Kommentare rein, was ihr davon haltet. Der Thomas hat jetzt leider noch nicht geschrieben gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alles richtig gemacht habe oder ja, was ich als nächstes machen soll, jetzt würde es wahrscheinlich Sinn machen, da ja, zu sehen, dass wir noch ein Schiff haben, wo wir mit durch die Gegend fliegen. Alles klar. Und wir müssen die Bergbaudinger noch verteilen und einbauen und so weiter und so fort. Hier ist jetzt gerade was passiert. Die Besitzung. Ach so, gut. Warte mal, wie viel Kohle haben wir denn da noch? Ach, 108, wir haben ja gerade was verkauft, geht. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.